Servus, Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Ich will nicht gegen den Spinnenboss kämpfen, ich werde ihn versuchen zu umgehen, deswegen, also vorerst, früher oder später muss ich gegen ihn kämpfen, deswegen werde ich jetzt erstmal hier runtergehen. Außerdem habe ich gerade eine Pizza gegessen, ich habe mir heute eine Pizza bestellt und eine richtig gute, eine richtig große, ja, Prosciutto mit viel Mais. Und habe ich den Katzenring? Ja, habe ich. Du verringerst auch Fallschaden, glaube ich. Genau. Auf jeden Fall Prosciutto mit viel Mais. Oh, ich liebe es. Oh, so wenig Schaden nehme ich nur. Okay, dann zählt das echt. Und da geht es noch sogar noch weiter nach unten. Jetzt habe ich keinen Schaden bekommen. Moment, hier, genau, hier war ich schon. Da ist die Rattenarmee. Aber was ist denn weiter unten? Kann ich da rüberspringen so? Nee, oder? Da pralle ich da gegen das Gerüst. Moment, ist das nicht eine der Leitern da? Ach, die Leiter hätte ich nehmen sollen. Ja, das ist ja blöd jetzt. Moment. Oh, ganz knapp. Und des bösen Augen. Des bösen Auges. Jetzt muss ich da runter. Langsam. Danke. Heimatknochen. Ja, ich weiß, ich nenne die Teile immer noch Heimkehrknochen, aber nur weil sie da in Dark Souls 1 hießen. Moment, das sah mir verdächtig aus, ne? So, ich habe im letzten Part, hier sieht man es gleich, Moment, habe ich mir eventuell auch andere Waffen zugelegt. Hier dieses giftige Breitschwert werde ich eventuell noch verstärken. Dann mein Feuerschwert will ich nutzen. Den Magiekolben werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Und hier die Schattensense, die werde ich auch noch verstärken. Guckt sie euch an. Sieht schon mächtig aus, aber sie ist noch ein bisschen schwach auf der Brust, deswegen werde ich sie noch verschärfen. Und ich möchte so verschieden auf verschiedene Elementarwaffen zurückgreifen können. Notfalls. Moment, mit Flambeck treffe ich das Teil nicht, deswegen nehme ich das Feuerschwert. Okay, perfekt. Titanitscherbe, große Titanitscherbe, einer von den Steinen, oder? Erfüllt die Ausrüstung mit Finsternis. Da bietet Finsternisabsorption für Schilde. Okay. Ist was. Ist was. Kann ich da rüberspringen? Ich hoffe es. Da unten ist noch ein Shiny. Da hinten ist eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Da unten ist auch noch ein Shiny. Okay. So. Das kann jetzt ein Sprung werden. Drückt mir die Daumen, Leute. Oh, gut geschafft. Was gibt's hier? Aschenknöchelring. Es gibt schon wieder so viele Wege hier in Dark Souls 2, dass ich nicht weiß, welcher der richtige ist. Ich weiß, ich muss die Spinne bekämpfen, aber ich will der Spinne nicht gegenübertreten. Der da ist es, oder? Ja. Erhöht Versteinerungsresistenz.
Dieser Knöchelring wurde von Roy dem Erkunder getragen. Er erhöhte Versteinerungsresistenz. Versteinerung ist gleichbedeutend mit Tod. Und in diesem Sinne kann dieser Knöchelring eventuell ein wahrer Lebensretter für euch sein. Viel Lebenskraft habe ich überhaupt? 1535. Die brauche ich doch erstmal nicht. Ring der Wiederherstellung. Was macht denn der nochmal? Stellt langsam TP wieder her. So, wenn da steht, der Ring ist zerbrechlich, dann glaube ich, dass ich den nur einmal tragen kann und dann geht er ab. Silberner Schlangenring. Der gibt mir mehr Seelen, nicht wahr? Von der Gegner bringen mehr Seelen. Ja, dann werde ich den hier wegmachen für den hier. Den mu muss ich jetzt aufpassen, dass ich da darüber springe. Das kann ja was werden. Ich habe gedrückt, ihr habt es gehört. Heimatknochen. Leck da. Da ist noch einer und da hinten kommt noch einer. Komm ich wieder hoch, weil das Shiny da oben hätte ich doch ganz gern. Große Heilung. Ein glorreiches Wunder, das nur wenigen Klerikern zugänglich ist, stellt viele TP wieder her. Nur wenige Auserwählte können diese epische Lebensgeschichte, Liebesgeschichte auswendig aufsagen, werden dafür aber reichlich belohnt. Das ist gut, das werde ich nützen. Ey, sieh da, Mister. Ins Gesicht. Ja, das war nicht schlecht. Der hat mir 990, glaube ich, gebracht. Nein, ich habe so einen Jucken in der Nase. Ich werde gleich niesen. Oh, hoffentlich vergesse ich das nicht rauszuschneiden. Falls doch, dann tut mir leid. Ich kann nicht immer alles überprüfen und ich bekomme auch nicht immer alles mit. Sieht aus wie Schandstadt. Stadt. Ne. So, wahrscheinlich muss ich da lang, aber ich möchte noch mal gucken, was der Ritter da bewacht hat. Schade, dass ich da oben nicht mehr rankomme. Das hätte ich doch ganz gern, aber irgendwie habe ich es verbockt. Vielleicht komme ich da wieder ran. Gut, keine Mimik. Aber es könnte eine Falle sein. Edler Knochenstaub. War das nicht das, was den Estusflakon verstärkt? Nee. Wo ist es denn? Verbrennt den Leuchtfeuer, versteckt ist das Flakon. Ja, geil. Und eine Seele von einem stolzen Ritter habe ich. Moment, diese Seele habe ich, glaube ich, offscreen bekommen durchs Gefarme, durch dieses kurze, was ich da hatte. Von diesen großen, dicken Dingern da am Anfang. Da rennt zum Beispiel eins im Wald der Riesen rum. Okay, geht's jetzt hier runter? Oh, ich komme nicht mehr zurück. Ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Wozu mehrere Leitern hier? Ja, da ist ein Shiny, deswegen.
Oh, da unten ist auch ein Shiny. Komme ich da wieder zurück? Ja. Menschenbild. Das sieht schön aus. Sorry. Okay, ich könnte da rüberspringen. Oh! Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Aber ich sage nicht nein dazu. So, unter mir sollte jetzt ein Shiny sein. Frage nur, wie komme ich da ran? So, einfach nur nach unten klettern. Genau. Warum immer umständlich, wenn es auch einfach geht? Immer der Lebensstein. Das kommt mir echt so vor wie Schandstadt. Zumindest ein bisschen. Es ist vielleicht ein bisschen verwinkelter. Ich könnte überall Shinies übersehen. Oh, ich komme nicht mehr zurück. Soll ich Licht anzünden? Nee, du bist keine Mimik. Zeichen des Grolls. Beweis für Sieg über andere Herrscher. Ein Zeichen, das beweist, dass sein Besitzer ein fundamentaler Geist ist, um andere zu besiegen. Wenn ihr dies verwendet, steigert vorübergehend eure Chance, Eindringlinge aus anderen Welten zu rufen. Das Tragen dieses Zeichens beweist, wie grimmig der Groll ist, der dem Träger gilt. Wie viele Schmetterlinge habe ich noch? 11. Und da kann ich ruhig einen nutzen. So. Hätte ich weniger gehabt, hätte ich keinen genutzt, aber ich habe ja zum Glück. Was sind das da hinten? So, das da oben, das ist überall Gift oder wie? Was war das denn? Irgendjemand hat auf mich gespuckt. Moment, giftiges Moos, Fänger, giftiges. Ah, das ist doch das, was diese Schmetterlinge da fallen lassen. Gut zu wissen. Irgendjemand spuckt hier auf mich, das Loch. Nein! Toll, jetzt bin ich. Oh! Auch auf die Gefahr, dass ich nicht hier, wieder hier spawne, aber dann kann ich wenigstens um das Shiny nochmal holen. Jauche-Küchlein. Ah! Das gute Jauche-Küchlein. Giftet Feinde, wirkt aber auch auf euch selbst. Ein großer Misthaufen, immer noch recht warm. Werft diese Feinde, um sofort Vergiftungen hervorzurufen. Ihr selbst jedoch im selben Maß vergiftet. Ihr selbst werdet jedoch im selben Maß vergiftet. Die meisten Krieger halten sich von derartigen Dingen fern und würden sie ganz bestimmt nicht mit sich herumtragen. Doch genau darin liegt ihr Vorteil. Da komme ich bestimmt nicht hoch. Aha. So, es sind zwei. Da ist auch einer. Lass mich in Ruhe. Giftiges Wurfmesser. Okay, ihr kommt alle von da. Bring hier mal ein bisschen Licht in die Bude. Giftiges Wurfmesser. Ich habe Angst, dass ich jederzeit hier durch den Boden brechen könnte.
So wie das Item, das gerade durch den Boden gefallen ist. Oh nein, ich habe schon gesehen, dass da einer auf mich spucken will. Von wo wird denn hier gespuckt? Sind das die Teile da? Nee, oder? Ja, klar sind das die Teile. So, jetzt ist genug rumgespuckt hier. Was soll ich wohl gerade sagen, das kann ich nicht zerstören. Perfekter Sprung. Schauen wir mal weiter. Da liegt einer. Aber kein Shiny. Da ist auch ein Shiny. Lebensstein. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ist ein Shiny. Wow. Hallo. Ich glaube, das hier wird eine reine Umguckaktion. Aua. Ja, danke. Guck das Wurfmesser an, während ein Gegner auf dich zukommt. Unstabile Kiste. Keine Qualitätsware mehr. Komme ich hier wieder weg, darüber springen? Das war jetzt blöd. Ja, das war jetzt definitiv blöd. Jetzt muss ich noch einen Schmetterling verwenden. Tut mir wirklich leid, dass diese scheiß Störungen jedes Mal sind. Ich hoffe, es wird jetzt nicht asynchron, sonst brüll ich. Fucker, danke. Ist eine Leiter. Ich mache hier erstmal ein bisschen Licht. Der Ort hier sagt mir schon wesentlich mehr zu als diese Spinnenstadt. Es ist zwar ein bisschen dunkel, aber hey, an sich ist es hier ja eigentlich ganz gemütlich. Und ein bisschen Shiny. Ich höre was. So da oben. Ich glaube, das wird so ein Gebiet, wo ich die ganze Zeit nur mit der Fackel rumrenne. Ja, danke, kotzt mich an. Mit der hundertprozentiger Garantie spucken die Teile hier. Verschlossen. Da spuckt doch noch eins. Wow. Keine Ahnung, was ich hier machen kann, aber ich werde es schon noch herausfinden, früher oder später. Dann könnte ich jetzt da noch. Das sieht schon wieder so brüchig aus, da falle ich doch garantiert durch. Ah, das habe ich nicht gelesen. Finstere Pyromantieflamme und noch was. Was ist das? Das
Was ist das da hinten vor allem? Narrenhose beschädigt. Ach so, das macht meine Rüstung kaputt. Lass mich in Ruhe, ich will saufen. Double saufen. Oh. Ich werde sterben. War klar. Na gut, weil meine Leute mich gerade nerven und damit der Part nicht eventuell asynchron werden könnte, wohl angemerkt, werde ich einen kurzen Stopp machen. Das war Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.